Fotograf Heinz Gebhardt hat Münchens wilde Jahre festgehalten. München ist für ihn Herausforderung, Heimat, Herzenssache. Die Stadt ist so vielfältig, es gibt so viele Ereignisse, es gibt so viele Ansichten. Es war mein Metier. Im alten Simpel war in den 70er Jahren das Zentrum des Münchner Nachtlebens und der Schickeria. Da kam dann mitten in der Nacht der Rudi Carrell daher. Da war die Brigitte Bardot genauso zu finden. Die ganzen Jungfilmer damals, Opernsänger, Künstler. Ich erinnere mich auch gut an den Gerd Fröbe, der hier Morgenstern-Gedichte aufgesagt hat. Der ist am Tisch raufgesprungen und hat dieses lautlose, wortlose Gedicht des Fisches Nachtgebet mit Grimassen gemacht. War natürlich toll zu fotografieren. Und in diesem Schaukasten habe ich immer meine Großfotos ausstellen dürfen. Und als Honorar habe ich abends dann die Fleischpflanzen von der Toni gekriegt und ein Freibier. Und das hat gerade gepasst. Die Toni Netzle war der eigentliche Star des Künstler- und Literatenlokals. Die resolute Wirtin, selbst Schauspielerin, führte strenge Regie in ihrem alten Simpel. Es hat sogar schon auch einmal der Franz Josef Strauß Hausverbot gekriegt. Und der hat sich dann jetzt so aufgeführt, wie die Toni es haben wollte. Und dann hat sie ihn vor die Türe gesetzt. Hier drin, da ist es rundgegangen. Heinz Gebhardt, in München geboren, entdeckte die Liebe zur Fotografie mit 11 Jahren. Als Dunkelkammer diente die Toilette, in der er die Fenster schwarz lackieren durfte. Seine Zeitungskarriere begann er als junger Hupfer. 15 Jahre alt verkaufte er sein erstes Foto an den Münchner Merkur. Da ist das erste Foto drin, dieses Sportfoto, dieses da, 1962. Damals war in München die internationale Radrennbahnmeisterschaft. In roten Wadelstrümpf stolzierte Heinz Gebhardt in die Redaktion und bestritt die Entscheidung der Zielrichter. Und ich habe heute halt als 15-Jähriger da auch das Zielfoto gemacht und genau das gegenteilige Ergebnis gezeigt, als was die Preisrichter gemacht haben. Ich habe nie einen Pfennig von meinen Eltern als Taschengeld für meine Fotografiererei gebracht, sondern habe mir selber verdient damals schon. Das Abitur habe ich geschmissen, ein Jahr davor. Ich bin in der Staatslehranstalt für Fotografie angenommen worden und damit war für mich die Schule erledigt. Und meine Eltern waren hilflos. Ich habe halt meinen Kopf durchgesetzt. Einen eigenen Kopf bewies Heinz Gebhardt auch bei der Wahl seiner Abschlussarbeit für die Fotoschule. Eine Reportage über die gewalttätigen Mai-Unruhen 1968 in Paris. Das war ich in Paris 68. Da habe ich mich in einem Schaufenster fotografiert mit dem Sturzhelm. Bin dann zusammengeschlagen worden und hatte damals auch die vorderen Zähne weg. Und bin dann festgenommen worden und über die deutsche Botschaft wieder freigelassen worden. Aber ich habe meine Filme gerettet. 1968 schlug auch die Geburtsstunde der Münchner TZ. Die Eintrittskarte als Fotograf sollte für Heinz Gebhardt ein schreckliches Unglück werden. Auf der A9 München-Nürnberg zerschellte ein britisches Passagierflugzeug. 48 Menschen starben. Heinz Gebhardt gelang es, bei einem Rettungspiloten mitzufliegen und war so vor allen anderen Fotografen am Unfallort. Ich habe aus der Luft fotografiert und war halt auch in 0,x wieder in München zurück. Und als alle Fotografen von München auf der Autobahn eingekeilt standen, war ich schon in der Redaktion mit den Fotos. Geschichten, bei denen es um Leben und Tod geht. Ich musste sie fotografieren als Chronist und als Fotograf von der Tageszeitung. Aber ich sag's ehrlich, es ist nicht meine Welt. Also meine Welt war halt immer diese Stadt. Und zu dieser Stadt München gehörte in den 70ern die Schickeria. Hannelore Elsner auf dem Dach ihrer Giesinger Wohnung. Udo Jürgens im Konzert. Bildhauer César und Gunter Sachs bei einem Happening. Uschi Glas, Veit Relin und Maria Schell auf dem Deutschen Filmball. Franz Josef Strauß beim Faschingsball im Bayerischen Hof.
Haushaber war ein netter Mensch. Das schönste Bild von ihm mit seiner Mama. Und mit der ist er immer gekommen und die hat sich auch immer gern fotografieren lassen. So extreme Figuren gehören zu München, gehören immer schon zu München. Und ich habe so das Gefühl, dass die im Augenblick ein bisschen aussterben. Durch seine Fotografie geriet Heinz Gebhardt an seine zweite Leidenschaft. Ihr widmet er in seinem Haus in Laim möglichst viel Zeit. Ich habe das große Glück gehabt, dass ich durch viele Fototermine ständig in der Küche von Witzigmann war. Und zwar von ganz von Anfang an, 1971, 72, wo er gerade angefangen hat im Tantris. Und da haben mich aber nie die Promis interessiert, die da drin gegessen haben, sondern mich hat nur interessiert, wie der kocht. Das war für mich ein Aha-Erlebnis. Ich habe gesehen, wie man ganz toll kochen kann mit einfachsten Zutaten, aber besten Zutaten natürlich. Was mich da fasziniert hat, war Witzigmanns Kräutergarten. Und da wollte er unbedingt damit mal fotografiert werden, denn das ist alles Estragon. Und er hat in München keinen Estragon gekriegt, den er für seine Fischsoßen gebracht hat. München-Schwabing am Kurfürstenplatz. Ja, hier war ein ganz verruchter Schuppen, ein Nachtlokal, aus dem, wenn die Tür aufgegangen ist, immer sehr süßlich mild nach Haschisch gerochen hat. Und der hatte auch den sinnigen Namen Joint. Hier machten ganz offen richtig dicke Brummer die Runde. Ohne Joint, Abi Ofarim und Iris Berben, damals noch ein Paar. Auch ohne Hasch bester Laune Petra Schürmann neben Lokalbesitzer Lutz Lobenwein. Es kamen auch da keine Kontrollen, sondern hey, hast du Haschisch in den Taschen, hast du immer was zu naschen, hat's geholfen. Nicht weit weg am Elisabethplatz die Schauburg, Münchens Kinder- und Jugendtheater. Ja, das war das ganz Deutschland bekannte Blow-Up. Ein Popschuppen, der 1968 eröffnet worden ist. Ein einziger riesiger Saal, in dem immer mehrere Bands gleichzeitig gespielt haben. Aber auch bekannte Künstler aufgetreten sind, zum Beispiel der Sammy Davis Jr. Es war damals die Zeit des Minirocks und der sexuellen Befreiung. Und eine berühmte Demonstration, weg mit dem Büstenhalter, kein BH mehr. Und hier auf der Bühne haben sie es dann demonstriert, wie es ausschaut, wenn man keinen BH trägt. Die 70er Jahre waren alle sehr nackert. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen. Es gab das berühmte Boccaccio. Da sind Staatsanwälte genauso verkehrt wie Vorstände von Siemens oder von sonst was. Moment, so ist es zugegangen. Da. Also die sind hier auf den Tischen getanzt. Aber ob das der Bayerische Rundfunk zeigen kann, weiß ich natürlich nicht. Das war in der Grenzestraße, das war das berühmte Boccaccio. Und da kam auch manchmal ein Pferd zum Eingang rein. Es gab einen Stammgast und der ist immer von Stammberg mit dem Pferd gekommen. München extravagant. Heinz Gebhardt blieb trotzdem ohne Allüren. Karikaturist Horst Heitzinger schätzt nicht nur die zurückhaltende Art seines Weggefährten aus gemeinsamen Zeitungstagen. Das ist einer meiner zuverlässigsten Freunde, die es gibt. Er ist immer für einen da. Man kann auf ihn bauen, man kann auf ihn rechnen. Das Pressehaus Bayerstraße. Hier geriet die TZ plötzlich selbst in den Fokus der Fotoberichterstattung Heinz Gebhardts. Ja, da haben sie mal dramatische Szenen abgespielt, 1973. Und zwar ist die Tochter vom Wienerwald Jahn entführt worden. Und das war hier die Verhandlungen über das Lösegeld. An den Tischen war das eine lange Nacht. 3 Millionen Mark wollten die Entführer und die TZ-Redaktion war Vermittler. Hier die Mutter Hermine Jahn. Verabschiedung vor der Fahrt zur Geldübergabe.
Banges Warten. Und dann? Evelyn Jahn war frei und die Kidnapper konnten gefasst werden. Das Schönste war halt dann um 16:30 in dem Zimmer vom Polizeipräsidenten, wie sie die alle um den Hals fallen und man hat da geheult, ist ja klar. Heinz Gebhardt ist im Rentenalter, doch der stellvertretende Chefredakteur Peter Schiebel schätzt seine Dienste noch immer. Es gibt kaum einen Fotografen oder einen Fotojournalisten, der sich in München so gut auskennt wie der Heinz Gebhardt. Es ist ein wandelndes München-Lexikon und ist nie müde, immer auf der Suche nach den Geschichten, nach den tollen Fotos, nach den besonderen Momenten, nach den besonderen Augenblicken. Unvergessen seine Bilder von München aus der Dackelperspektive beispielsweise. Also immer mit Witz, mit Pfiff, immer eine Idee. Verletzter Schwan auf dem Weg zur Tierklinik. Das olympische Feuer kurz vor München. Heinz Gebhardts Antwort auf den Streit um die tatsächliche Höhe des Münchner Fernsehturms. Modenschau in der U-Bahn, die 1972 ganz etwas Besonderes war. Sie wurde kurz vorher fertig, gerade noch rechtzeitig zu den Olympischen Spielen. Die ganze Stadt war eine einzige Baugrube. Es war von der Münchner Freiheit bis zum Marienplatz, die ganze Ludwigstraße, eine offene Baugrube. Da haben Bauarbeiter in der größten Baustelle Krokusse gepflanzt und Osterglocken. Und hier hinten ist in 30 Meter Tiefe ein Großbrand ausgebrochen. 4 oder 5 Bauarbeiter sind da ums Leben gekommen. Ich habe mich als Chronist gefühlt. Ich war jetzt kein Sensationsreporter, sondern ich habe eine Bilderchronik fotografiert. Und wenn Sie da rumschauen, die ganzen Negative, die ganzen Bilder gehen, wenn ich nicht mehr bin, ins Stadtarchiv. Heinz Gebhardt war gefragt. Er arbeitete auch für den Spiegel oder die Zeit. Aber bitte möglichst innerhalb des mittleren Rings, sagt der Münchner mit Leib und Seele. Einmal wollte ihn der Stern holen. Bloß, ich wollte nicht nach Hamburg. Schön, aber München ist schöner. Und da bin ich blieb. Bis heute. Und traumhaft schön ist München bei Föhn. Das aktuellste Projekt des unermüdlichen Fotografen Heinz Gebhardt.